Hallo, ich bin Sanne Rotenberger und jetzt erzähle ich euch, wie bei mir alles angefangen hat. Wir hatten eigentlich immer so alle Größen von Ponys so ein bisschen dabei in der Familie. Also ganz kleine Shetland-Ponys, dann noch ein größeres Shetland-Pony, die Jessie, wo ich dann angefangen habe zu reiten. Wo es dann eigentlich richtig anfing, war mit Tommy. Tommy haben wir als Dressurpony gekauft. Aber eigentlich haben wir später, als wir ihn dann wieder verkauft haben, erfahren, dass er eigentlich ein Springpony ist. Das war ganz gut für mich, weil ich dann beim Abzeichen eine bessere Note im Springen hatte als in der Dressur, obwohl ich eigentlich gar kein Springtalent bin. Aber er hat mir da schon sehr geholfen. Es ist nicht wichtig, dass wir Turnier reiten. Es ist nicht wichtig, dass wir irgendwie professionell reiten. Meine Eltern wollten nur, dass wir sattelfest sind, weil es ist schon ein bisschen peinlich, wenn die Kinder nicht sattelfest sind, wenn zwei Olympiateilnehmer beim Reiten die Eltern sind. Als sie dann gemerkt haben, dass ich wirklich Spaß am Reiten habe, haben sie dann mir den Domino geschenkt zum Geburtstag. Wir haben ihn geleast und eigentlich habe ich nicht nur Domino bekommen, sondern ein ganzes Team mit, weil die Tante von der früheren Reiterin und Besitzerin von ihm, die Angela Fengels, die kam dann auch fast jedes Wochenende und hat mit mir einfach alles, was rund ums Pony geht, gemacht. Also dann bin ich ohne Sattel und ohne Trense ihm geritten, weil sie gesagt hat, Sanneke, du brauchst Vertrauen zu dem Pony und ohne Vertrauen geht gar nichts. Und ich bin ganz dankbar für sie, weil die Sachen, die sie erzählt hat, die verinnerliche ich bis heute noch. Sie hat auch gesagt, es ist nicht schlimm, wenn du mal fällst oder runterfällst, aber es ist wichtig, dass du wieder aufstehst. Das ging dann so gut in Freudenberg, dass dann die Frau Endres gesagt hat, okay, wir dürfen den Konrad haben. Das war einfach ein ganz feinfühliges Pony. Wenn ein Zug vorbeigefahren ist, dann fand er es nicht schlimm. Als die Bäume bei uns gefällt worden sind, war es auch nicht schlimm. Aber wenn ein Vogel raschelt oder man ganz schnell die Handschuhe aufgezogen hat, dann ist er weggesprungen. Also man konnte nicht vorhersagen, was er manchmal macht. Und das war dann auch manchmal so, dass er dann bei der Euro im Mittelgalopp einmal 2 Meter nach innen gesprungen ist. Oder in Saumur sieht er auf einmal einen Vogel und damit war die Einzelmedaille dann weg. Aber so ist das. Und ja, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich ihn hatte, weil er mir trotzdem so viel Schönes gezeigt hat. Und dann kam Paso Doble. Paso Doble war mein erstes Juniorenpferd. Und als meine Eltern für mich ein Juniorenpferd gesucht haben, haben sie gesagt, okay, es muss ein handliches Juniorenpferd sein, nicht zu groß, mit dem sie auch scheren kann, zum Hufschmied gehen kann, selber auf dem LKW etc. Das Pferd ist 1,75. Beim Hufschmied hat er den Hufschmied schon mal 3 Meter in die Ecke getreten. Beim Scheren musste er sediert und 2 Mann mussten ihn scheren. Also genau das Gegenteil eigentlich, was sie eigentlich wollten. Aber er hat mich nie in Gefahr gebracht beim Reiten und das war halt so wichtig und deswegen durfte er auch dann, der musste bleiben. Wir haben Lehrgänge abgesagt, weil er nicht auf dem LKW ging. Also so Sachen, das war immer so 50-50, kommen wir nach Hause, gehen wir aufs Turnier. Aber er hat es dann gemacht und dann war halt auch die erste Junioren-Europameisterschaften 2008 in Alzeitau. Und da war es richtig heiß und alle dachten, oh Gott, kriegen wir das hin mit den Pferden und alles. Das Pferd fand es toll. Ich glaube, er hat gar nicht gemerkt, dass es heiß war. Es war sein Turnier. Und ja, wir sind als Dritte ins Team gekommen und waren dann Europameister. Und das ist eigentlich super schön. Ehrlich gesagt hat das für mich nicht so viel mit den Erfolgen zu tun, sondern diese ganz kleinen, also diese Momente, die da so sind. Also so, wenn zu Hause irgendwas geklappt hat, was normalerweise gar nicht klappt, das finde ich schön. Oder es muss jetzt nicht heißen, dass die Euro, wo ich 3-mal Gold habe, die schönste war. Das war, wenn ich so zurück überlege, ist das nicht immer so. Also ich fand Portugal halt so schön, weil
ich gar nicht erwartet habe, dass ich so gut sein werde und ich einfach da hingegangen bin und gesagt habe, ja, okay, die anderen machen das schon und als Team machen wir. Und wenn ich in die Kür komme, ist ja schön, aber dass ich da dreimal Gold bekomme, das haben wir alle nicht erwartet. Und deswegen war es so schön, weil es so unerwartet war. Jetzt habt ihr was über meinen Weg erfahren und das nächste Mal erzähle ich euch was über mein Team.